Ich bin Michael Theurer, 49 Jahre. Pierre Schmidt, 33. Judith Skudelny, 41 Jahre alt. Beatrice Messmer und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Florian Tonka, 37. Michael Georg Link, 53 Jahre alt. Chiara Fabienne Pantke, 23 Jahre alt. Ich bin Pascal Kober, 45 Jahre alt. Mein Name ist Johannes Ellenberg, 32. 1983. Freie Demokratin seit 2 Monaten. 1986. Seit 1998. Seit Oktober 2016. Auch 98. Seit 2016. 1998. Seit April bei den Jungen Liberalen und seit 2 Monaten bei der FDP. Mitglied des Europäischen Parlaments. Studentin. Unternehmensberaterin. Gründer. Chef des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE. Rechtsanwalt. Steuerberater. Insolvenzverwalterin. Militärseelsorger. Das politische Berlin verliert sich in Klein-Klein. Schwarz-Rot wirkt wie von Mehltau gelähmt. Zentrale Zukunftsfragen werden nicht angepackt. Ich habe es so satt, dass Politik mit Ängsten gemacht wird. Man kann das so akzeptieren. Ich aber will das nicht hinnehmen. Ich möchte ein freier Mensch sein. Ein Mensch, der frei entscheiden kann, wie man das Leben, ja, wie ich mein Leben gestalten möchte. Man kämpft oft hart und lange für Bürger- und Menschenrechte. Durch meinen Beruf weiß ich, wie schnell diese wieder verloren gehen können. Ein Freund von mir ist Rollstuhlfahrer und er wollte sich politisch engagieren. Er hat sich bei verschiedenen politischen Parteien informiert und vorgestellt. Und immer wenn sie ihn gesehen haben, haben sie ihn gefragt, was können wir für sie tun? Und dann ist er zur FDP gekommen. Und bei der FDP wurde er gefragt, was möchten sie tun? Als Gründer weiß ich, dass man auch mal scheitern kann. Eine Idee, die vielleicht manchmal nicht so erfolgreich ist. Und dann ein lebenslanges Stigma. Wir brauchen einen ermutigenden Sozialstaat. Wir dürfen den Menschen nicht sagen, was sie nicht können, sondern müssen ihnen zeigen, was in ihnen steckt. Man müsste, man könnte, man sollte. Warum machen wir es nicht einfach? Viele Gesetze sind heute kaum noch verständlich. Einzelne Paragraphen sind inzwischen mehrere Seiten lang. Ständig wird daran herumgedoktert. Nie wird es einfacher. Das zerstört Kreativität und Eigenverantwortung. Als wir in Russland die Wahlen beobachtet haben, haben mich viele Russen gefragt, wisst ihr eigentlich, wie kostbar die Freiheit ist, die ihr in Deutschland habt? Ich wünsche mir einen liberalen Rechtsstaat, der das Nötige tut, vor allem aber seine Grenzen kennt. Die Freiheit mündiger Bürger. Weniger Regeln, bessere Regeln, verständliche Regeln. Nichts ist von Dauer. Deshalb muss man Freiheit immer wieder verteidigen. Bei jeder Wahl aufs Neue. Die Freien Demokraten tun das. Politik muss doch bedeuten, dass man dafür kämpft, was einem wichtig ist. Wenn man etwas als ungerecht empfindet, dann muss man kämpfen, gemeinsam kämpfen, damit sich etwas ändert. Wir können alles erreichen, auch wenn manches eine Herausforderung wird. Es kann nicht sein, dass der Kaffeehausbetreiber am Markt, der Friseur, die Buchhändlerin und der Bäckermeister vor Ort normal ihre Steuern bezahlen. Multinationale Konzerne wie Apple und Starbucks dagegen nicht. Wir dürfen diese Art von unfairer und aggressiver Steuervermeidung nicht akzeptieren. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und eröffnet unzählige neue Möglichkeiten. Mein Job würde es ohne die Digitalisierung nicht geben. Ich habe bei meinem alten Herrn gearbeitet und weiß, was es heißt, im Handwerksbetrieb tätig zu sein. Und habe dann gedacht, das ist nicht meins und habe dann Steuerfachangestellter gelernt, Steuerfachwirt draufgesetzt und dann den Steuerberater eben gemacht. Basti sollte von einer Fußballjugend höher ausgeliehen werden. Da habe ich gesagt, bist du dir sicher? Da kriegst du ganz ordentlich auf die Socken. Die Leute sind größer und schwerer als du, gegen die du spielst. Da meinte Basti, Mama, ich bin schneller und wendiger. Ich will, dass den Menschen die Verantwortung für ihr Leben zurückgegeben wird. Hey, man muss nicht aus einer Akademikerfamilie kommen, um seine Ziele zu erreichen. Und genau das habe ich bei der FDP gefunden. Meine Freunde schimpfen immer über Politik und gehen nicht wählen, weil sich ja eh nichts ändert. Ich kann sagen, dass ich mich einsetze und dass wir gemeinsam als Team etwas verändern können. Freiheit ist etwas ganz Wunderbares, etwas nicht Selbstverständliches. Das vergessen wir leider zu oft. Ich bin stolz, freier Demokrat zu sein. Von so vielen Menschen höre ich, dass die Freien Demokraten im Bundestag fehlen. Als Stimme der sozialen Marktwirtschaft, für Bürgerrechte und für Weltoffenheit. Für ein modernes Deutschland. Packen wir es an, gemeinsam, als Team, um als starkes Team nach Berlin zurückzukehren. Und die Stimme der Freiheit zu sein.